dieser Mief, diese Enge, die hat schon, war schon sehr präsent in den 50er und 60er Jahren. Was macht die Szene in den letzten Jahrzehnten aus? Darüber unterhalten wir uns hier in Stuttgart mit Odile, Carmen, Margarete und Cora. Vier Frauen mit ganz unterschiedlichem Blick auf die lesbische Szene und auf die Frauenbewegung. Lesbische Frauen in der Öffentlichkeit kamen erstmal nicht vor. Das ist ja gar kein Sex. Also so eben ohne Penetration kein Sex. Was ist das für eine Unverschämtheit? Nicht umsonst ist dann irgendwann halt mal alles hochgegangen und wir fingen dann an, alles grundsätzlich in Frage zu stellen. Dass sie sich Tampons mit roter Farbe genommen haben und eben in die Piepshows rein sind und da Rambazamba gemacht haben. Sitzt doch glatt ein schwuler Mann dort und sagt, also er hat bisher immer gedacht, Lesben wären Lkw-Fahrerinnen. Was bringt die Lesbe mit zum zweiten Date? Den Umzugswagen. Wie viel meint hier andere vielleicht die erste Mondlandung? Der erste Schritt auf den Mond und ich war eigentlich irgendwie nur, ich war so unmäßig erleichtert, dass es einfach andere Frauen auch gibt.